Game One in den ersten Playoff-Finals in Bounce House History und wie so oft heißt es El Clasico im Kampf um den Titel. Achtung, anschnallen, seit 1998 hieß der deutsche Meister im Volleyball am Ende der Saison entweder Berlin oder Friedrichshafen und die Berliner haben noch eine Rechnung offen. Denn nach der enttäuschenden Pokalniederlage im Halbfinale gegen die Häfler erwarteten nicht weniger ein absolutes Feuerwerk von Grankin und Co. Der erste Satz begann direkt mal mit einer Ansage vom Schiedsrichter. Robert Lees machte nach diesem Angriff von Vojin Čačić die Ansage, dass wir diese Legerei heute mal sein lassen und nahm damit den Hauptakteuren direkt mal eine große Option im Angriff. Nachdem die First Game Jitters abgelegt wurden, entwickelte sich ein offener Schlagabtausch auf absolut hohem Niveau. Böhme mit dem Monsterblock im 1 gegen 1 mit Mote und dann direkt danach Ben Patch in gewohnt galaktischer Manier. Schlechte Nachricht für die Häfler, Ben Patch erwischte sogar einen guten Tag im Aufschlag. Nach einigen Nasenblutmomenten in den letzten Wochen waren es direkt 2 Aces in a Row für den Superstar aus den Staaten, der damit Mark Lebedew und seine Jungs direkt mal in die Auszeit zwang. Am Ende wurde es doch eine deutliche Geschichte in Satz 1, weil Berlin und vor allem Tim Karl selbst in den schwierigsten Situationen gute Lösungen fanden und am Ende war es wieder Karl, der den Deckel auf Satz 1 machte. Konnte man sich gut anschauen aus der Sicht von Peter Große und Felix Fischer an den Kommentatorenplätzen, aber Friedrichshafen erwischte einen Blitzstart in Satz 2. Gute Blockarbeit zwang die Berliner zu Fehlern, aber dann kam die Szene, die das Spiel komplett veränderte. Nach dem erfolgreichen Angriff von Van Berkel ging Jendrik zu Boden. Jendrik, der nicht wie erst gedacht mit Ruben Schott kollidierte, sondern ganz unglücklich auf Van Berkels rechten Fuß landete. Jendrik musste direkt behandelt werden, dabei ging aber komplett unter, dass sich noch wer verletzte bei der Aktion. Čačić zog sich ohne gegnerischen Einfluss hier vermutlich eine schwere Achillessehnenverletzung zu und musste von Daniel Muniz ersetzt werden. Auf der anderen Seite kam Georg Klein in die Partie für Jeffrey Jendrik und brachte direkt eine Menge Energie in die Partie. Seine Aufschlagserie und diese Defense brachte Berlin wieder ran und nach der Highlight-Defense von Tim Karl und einer äußerst schlauen Lösung von Ruben Schott waren es 5 Berliner Punkte in Folge nach der langen Verletzungspause. Friedrichshafen blieb aber dran, vor allen Dingen, weil Daniel Muniz gut in die Partie fand, hier mit einem schönen Hit die Linie runter und auf einmal waren die Gäste wieder vorne. 17-14, es klingt doch eigentlich komfortabel, aber natürlich kassierten die Gäste nach einer Aufschlagserie von Tim Karl und diesem absoluten Monsterblock von Ruben Schott 4 Punkte in Folge. Sollte aber nicht das letzte Mal sein, dass das Momentum kippte. Friedrichshafen ging nach dem Angriffsfehler von Ben Patch, der zu doll in Richtung Linie überdrehte, wieder 3 Punkte in Führung. Doch dann übernahm der Maestro. Sergej Grankin, der MVP aus der Saison 1920, ging an die Service Line und schlug nicht nur einen Ass, denn auch der zweite Aufschlag sollte sich in der Challenge als Punkt herausstellen. Friedrichshafen nach dem Block von Böhme trotzdem mit Satzbällen. Pekovic entschärft eine von vielen 120 km/h Raketen von Ruben Schott, doch dann flattern Daniel Muniz die Nerven. No touch und wir gehen in die Overtime. Und da kamen dann kurz Champions League Vibes hoch. Ruben Schott mit einem unglaublichen Ass zum 25-24 und dann ist es ein erneut wackelnder Muniz in der Annahme, der zum erneuten Satzgewinn der BA Volleys führt. Friedrichshafen gebrochen, ein Blick in das Gesicht des verletzten Vojin Čačić spricht Bände, denn nach diesem bitteren zweiten Satz für die Häfler hatte man das Gefühl, dass sie sich an diesem Tag vielleicht einfach ihrem Schicksal ergeben. 6-1 Start mit diesem Block von Kommissar Georg Klein und es sah wirklich alles nach der Vorentscheidung aus, weil auch Ben Patch weiter überragte, 60% Angriffsquote über die gesamte Partie und sammelte sich wenig später auch noch den Bounce of the Day ein. Läufer 1 Situation, kein Problem für Berlin, Ben Patch haut das Ding auf 3,2 Meter. Doch wir gucken aufs Scoreboard und Friedrichshafen robbte sich wieder ran. Vor allen Dingen mal wieder dank eines ganz starken Luciano Bicentin. Der Rising Star aus Argentinien, gerade erst 22 geworden, musste extrem viel Verantwortung tragen, konnte aber nicht verhindern, dass es auf einmal Matchball Berlin hieß. Bicentin hielt dem Druck aber stand und Blair Ben nicht nur mit Aufmunterung in Richtung Čačić, sondern mit der Ansage, du, ich glaube, wir gewinnen das Ding noch. Und zumindest für diesen Satz sollte er recht behalten. Kleinigkeiten entschieden jetzt die Crunchtime, wobei der Übertritt von Ben Patch gar nicht mal so klein war, das konnte dann tatsächlich auch noch die Challenge auflösen. Bicentin mit der Aufschlagserie und nach einem leichten Wackler in der Annahme machte Tim Karl dann auch noch den Folgefehler im Angriff. Cedric Enar wollte sich den natürlich nochmal angucken. Am Ende haben aber ein paar Zentimeter für die Blockfinger von Van Berkel gefehlt. Friedrichshafen blieb auf dem Gas und erwischte den besseren Start in Satz 4. Markus Böhm mit einem seiner 4 Blocks in der Partie. Und auf einmal ging gar nichts mehr in der Offensive der Berliner. Sergej Grankin in schlechter Position mit trotzdem ungewohnten Zuspielfehler.
Und einer hatte gut lachen, der Masterplan von Mark Lebedew ging auf. Und was steht im Masterplan meistens ganz oben beim Australier? Blockarbeit. Lukas van Berkel zum ersten und Lukas van Berkel zum zweiten, einer seiner 7 Killblocks in dieser Partie. Der Kanadier machte ein unglaubliches Spiel und Berlin konnte in Satz 4 nicht mehr reinkommen. Ein Aufschlagsfehler von Cody Kessel besiegelte den vierten Satz und against many odds nach dem zweiten ging es tatsächlich in die Decider. Und wir starten direkt mit dem Youngster, Luciano Vicentin, mit dem Ass vor die Füße von Ruben Schott und Friedrichshafen wieder mit dem besseren Start. Die One-Man-Army funktionierte aber immer noch. Ben Patch machte auch im fünften Satz fast alles richtig, aber das Überteam der Liga legte sich die Steine selbst in den Weg. Verwirrung in der Max-Schmeling-Halle, was ist hier passiert? Tim Kahl tatsächlich minimal übergetreten beim Pipe-Angriff. Und Berlin mal wieder 3 Punkte tief. Vorentscheidung nichts da. Bei Friedrichshafen und Markus Böhme flatterten die Nerven und Cedric Enard zückte seinen Edeljoker. Der Babyfaced Assassin Matt West mit einem unfassbaren Ass in der Crunchtime in Satz 5. Also den musste wirklich erstmal so machen und nach dem nächsten Highlight-Hit von Nehemiah Mote war das Momentum eigentlich komplett auf Berliner Seite. Matchball Berlin und eigentlich nur die Frage, von wem kommt der nächste Nervenflatterer. Und kurzzeitig sah es nach Lukas Maser aus. Wir gucken auf den Linienrichter, in, out, den müssen wir uns nochmal anschauen. Aber die Challenge zeigte dann kurze Zeit später, Maser alles richtig gemacht, den Ball perfekt auf die Linie gesetzt. Und es sollte nicht die letzte knappe Entscheidung werden. Nächster Ball und wieder Verwirrung. Was ist passiert? Häfler reklamieren, Punkt geht in Richtung Friedrichshafen. Und die Replay zeigt, es ist tatsächlich Sergej Grankin, der mit dem Ellenbogen im Netz ist. Und Friedrichshafen bekam direkt die Chance beim ersten Matchball. Der Ball geht natürlich zu Ben Patch. Der wird das erste Mal abgekocht, auch Ruben Schott wird wegverteidigt. Maase mit einer guten Lösung oben die Blockhände. Und dann ist es tatsächlich Daniel Moniz, der die Chance hat, sich die Krone aufzusetzen. Haut den aber ins Aus. Aber Mark Lebedew will sich den natürlich nochmal angucken. Die Replay löst es noch nicht so wirklich auf. Aber zum Glück ist seit Halbfinalbeginn die Challenger aktiv in den Playoff. Und die löste tatsächlich auf. Es ist der getapte Zeigefinger von Maestro Sergej Grankin. Und Friedrichshafen macht die Sensation komplett. 3 Sätze in Folge in Berlin gewonnen. Das hat die Saison auch noch niemand geschafft. Dementsprechend viel Grund zur Freude für die Häfler. Zum Bouncers MVP wurde am Ende verdient Luciano Vicentin ausgezeichnet. Und ganz ehrlich, wenn ihr am Mittwoch um 19 Uhr nicht wieder einschaltet für Game 2, dann weiß ich wirklich auch nie, was mit euch falsch ist. Unfassbar geile Serie, geiles Video und wenn euch der Content hier gefällt, dann lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und dann schaut euch auch gerne diesen beiden Videos an, der letzte Nasenblutmoment und die letzte Episode voll im Netz.